Reck & Wiek ist eine Ingenieurgesellschaft, Ingenieursozietät, um es genauer zu sagen, von zwei öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren. Und wir sind bestellt für öffentlich-rechtliche Arbeiten wie Grenzvermessung, Zerlegungsmessungen, amtliche Lagepläne oder dergleichen. Unser Büro ist jetzt 70 Jahre auf dem Markt, seit 1949, und wir haben im Prinzip die gesamte Entwicklung Berlins begleiten dürfen, auch bei großen Bauvorhaben die Bauvermessungen vornehmen dürfen, bei allen Regierungsbauten, bei dem Hauptbahnhof, bei Olympiastadion und dergleichen mehr. Und jetzt auch neuerdings auch sehr viel private Hochhäuser. Und dafür haben wir in der Bauvermessung alle Techniken im Einsatz, die man sich vorstellen kann. Und da setzen wir jetzt seit 6 Jahren, glaube ich, die Scanner, die mobilen Scanner von Navis ein. Zuerst die erste Generation, da waren wir noch ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Dazu stehe ich auch. Und jetzt seit 2 Jahren den M6, und da sind wir sehr begeistert. Von der Genauigkeit, von der Qualität der Bilder. Wir haben hier auch, glaube ich, ein neues Feld aufgetan in Berlin. Und die Kunden schätzen diese Qualität und den Interviewer eigentlich sehr. Reck & Wiek ist immer aufgefordert, eine neue Entwicklung mit voranzutreiben, mit zu testen. Und hier an der Stelle war eine Lücke deutlich erkennbar. Die ist jetzt mit dem VLX geschlossen worden, und ich bin angenehm überrascht worden. Die Daten seit Dezember, glaube ich, letzten Jahres, 19, ermutigen uns, auch zukünftig mit diesem Gerät zu arbeiten. Wir befinden uns auf der Baustelle Enzhorderplatz 6, wo das gesamte Gebäudekomplex komplett saniert und umgebaut wird. Die Herausforderung war, das gesamte Gebäude dreidimensional aufzumessen in einer sehr hohen Genauigkeit. Wir scannen mit dem M6 alle 13 Etagen des Gebäudes, um komplett das Gebäude in 3D aufzunehmen und daraus einen Interviewer zu erstellen. Außerdem die Aufnahme der einzelnen Stahlträger und die einzelnen Öffnungen mussten auch noch aufgenommen werden, um den Umbau zu ermöglichen. Und den VLX haben wir genutzt, um verschiedene Ergänzungsmessungen durchzuführen, wie Treppenhäuser oder kleine Räume. Oder wenn zu viel Baumaterial auf der Baustelle liegt, da ist es einfacher und auch schneller, mit dem VLX durch die Baustelle zu kommen. Die Qualität der Punktwolken, der Navis-Produkte, waren sehr zufriedenstellend. Und wir haben eine sehr hohe Genauigkeit erreicht. VLX ist für mich eine ideale Ergänzung zum M6. Ein Fortschritt, der uns auch wirtschaftlich sehr viel Erfolg versprechen wird. Ich bin überzeugt, neben dem M6 den VLX einsetzen zu können, um eben zukünftig ein 3D-Modell von gesamten Gebäuden entweder neu oder im Bestand sehr, sehr wirtschaftlich zu erfassen.